Assalamu alaikum YouTube, was geht ab? Heute ist der Tag der Tage. Ihr habt gesehen, vor zwei Wochen hatte ich einen Boxkampf gegen einen albanischen MMA-Kämpfer, Arjan Topalaj. Runter, jetzt runter! Es geht nicht runter, Galat, runter! Ich bin Rey Mysterio geworden! Das war's, halb so, ey! Und heute ist sein Kampf, nicht nur sein Kampf, heute sind auch viele andere geile Kämpfe. Wir sind hier in Stuttgart vor der Porsche Arena. Guck mal da, da ist auch das Stuttgart-Stadion. Digga, das Stuttgart-Stadion, Leute, sieht so geil aus. Leute, wir sind in Stuttgart, ich schwöre, wir fahren in Stuttgart rein. Jeder fährt Porsche, jeder fährt Mercedes. Ich sehe nur Mercedes-Benz-Lager, Porsche-Zentrum. Ich bin durcheinander gekommen. Ey, ich verstehe auf jeden Fall jeden Stuttgart-Fan, ne? Wenn ich Stuttgarter wäre, ich wäre doch auch Stuttgart-Fan. Das ist doch richtig geil. Die Stadt ist geil, euer Stadion ist geil. Stuttgart ist einfach geil, Digga. Aber Stuttgarter sind abgehoben, ne? Kann das sein? Könnt ihr mir das bestätigen? Ja, Stuttgarter denken, die sind's, Digga. Da sind sehr viele, die denken, die sind's auf jeden Fall. Ich glaube schon. So, Freunde, mein Freund aus Dubai hat uns wieder abgeholt. Nice, man. Thank you for visiting. Jetzt gehen wir wieder diesen Spezialeingang rein. Oh nee, scheiße, oder? Oh nee, oh nee. Dankeschön. Nicht wegmachen, ja? Nee, nee, ich lasse das drin. Das ist ja meine Eintrittskarte hier, ne? Was geht da? Autoscooter kann er gerade. Ich sag das immer, ne? Mein stärkstes Publikum ist Stuttgart. Stuttgarter sind ganz anders drauf, Bruder. Wenn du hier erkannt wirst, ich schwöre dir, die feiern dich bis zum Tode. Das habe ich damals in meiner Tour. Meine stärkste Stadt auf meiner Tour war Stuttgart. Nicht das Catering, oh nein, oh nein. War es nicht schon wieder Catering? Nein, ich kann das nicht. Ja, aber wir fasten. Boah, 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 boah. So, Freunde, hier, das ist die Arena. Boah, aber die Arena ist geil, ja? Die ist nicht so hoch, die geht so in die Breite. Guckt ihn euch bitte an. Ja? Mein Internet-Browser, Bray. Seitdem er Interviews gibt, sagt er nicht mal mehr Hallo, Digga, ja? Ist das geisteskrank, Digga. Pah, geisteskrank. Ja, ja, Daumen hoch, ne? Gänsehaut, Daumen hoch. Er hat uns gegrüßt, Daumen hoch nur, mehr nicht. Freunde, Edis ist da, ich muss ihnen ein Low-Kick geben von hinten. Hey, warte, haben wir Internet? Wir haben Internet, ah, wir sind Freunde. Was geht ey, du hast so Glück gerade, ne? Warum? Ich wollte dir ein Low-Kick geben jetzt gerade. Weil ich dachte, du warst beschäftigt gerade mit den Jungs. Ich wollte von hinten dir so ein Low-Kick geben. Oder mach jetzt. Nein, nein, ich muss das hinterhältig machen. Ja. Ey, der Fantasie-Maimun ist wieder da. Edis macht die ganze Zeit Fantasie mit diesem... Ich mach nicht mal, ich sag nur, ich find sie hübsch, Bruder, ja, bitte. Sag. Guck mal, du bist sowieso schon sympathisch, ne? Du hast Charisma, so, weißt du, dein Aussehen, du hast Charisma. Aber wenn du dann noch redest und deinen richtigen Charakter zeigst, dann bist du noch schöner, Bruder. Dankeschön, deshalb, Bruder. Du darfst nicht nur Blickkontakt, du musst angreifen, Bruder. Aber jetzt. Bruder, jetzt geht nicht, jetzt ist dort. Und ich stell mal vor, die filmen und es kommt auf The Zone und so. Ja, was denn, ist deine zukünftige... Ich bin auf The Zone, ich laufe zurück. Ist doch Jenge, Bruder, ist doch deine zukünftige Frau, ja. Was daran, nee, wenn sie später Schilder zeigt, schaut nicht, ha? Ja, wie, Bruder, ich küsse deine Augen. So, Freunde, ich habe jetzt hier die Speisekarte gefunden. Wir sind gerade bei diesem Kampf, der Kampf läuft gerade. Wir machen Fantasie gerade ein bisschen da. Und nach diesem Kampf kommt der Kampf und dann kommt unser Bruder Topalaj. Boah, Bruder, ich bin so gespannt. Inshallah holt er den Sieg, ja. Boah, Leute, ich habe das gerade nicht aufgenommen. Alter, Leute, der ist von da hinten hier reingerannt. Ich schwöre, guck mal. Und das ist dein Freund, ja? Ja, ja. Bruder, Baksana Moro. Ey, ist der immer so? Ja, ja, der ist gut. Wie er hier reingerannt ist, Leute, ihr versteht das nicht. Ich bin für den Brasilianer. Vorbei? Nein! Hä? Nein! Bruder, was passiert hier, ja? Ey, Digga, was war das denn, Alter? Aha, hier, Wiederholung. Okay, das war der, ne? Boah, der hat ihn ja richtig gut getroffen. Ah, der Schiri, Moruk. Wallah, stark, lad. 53 Sekunden hat's gedauert. Michael Dega, Ricochet! Osei Samuel kämpft gerade. Das ist Michi Batsyahi. Okay, stark. Heidela Michi. Freunde, der Deutsche blutet schon im Gesicht. Freunde, nach diesem Kampf kommt Arjan.
Boah, ich bin so aufgeregt. Maus, du verstehst das nicht, ne? Ich bin auch sehr aufgeregt. Ich war mit Arian im Ring, ha? Ich hab gegen ihn gekämpft. Ich da, mach ich. Geh auf dich weg, Mann, geh jetzt rein! Warte mal, jetzt müsste ich der alte da jetzt. Was hab ich denn? Du warst gerade bei Arian in der Kabine, ne? Full Concentration. So eine Atmosphäre habe ich noch nie. Ja, ja. Freunde, aus Respekt gehen wir da nicht rein in die Kabine. Ich habe auch gesehen, sein Vater, seine ganze Familie, alle sind noch im Catering. Vor einem Kampf darfst du niemals jemanden durcheinander bringen, ne? Weil er hat jetzt gleich seinen Kampf, seine ganze Familie ist hier. Natürlich ist man ein bisschen nervös, egal was für einen Gegner man hat. Wenn die Familie oder Vater einen zugucken, dann ist man immer ein bisschen nervös. Das ist wie wenn Edis seinen Kampf hat und ich komme vorbei, dann ist Edis auch nervös. Dann ist er von jederzeit rein, Bruder. Ich bin so gespannt, wenn er gleich hier kämpft. Bruder, wenn er gewinnt, kann sein, ich geh da rein, ne? Ich geh da rein, Bruder, was soll passieren, Digga? Aha, das ist das, was Edis mir gezeigt hat. Diese Hurricane. Genau. Das ist Suplex. Nein, nicht Suplex. Ich mach doch Spaß. Das ist der Crossover. Ja, genau, Crossover. Ey, Freunde, der ist wirklich aus dem Michi Batshuayi-Land. Er hat gewonnen durch Punktesieg. Bruder, einfach Michi Batshuayi. Mbuyuk Fenerbahçe und Saiz Damuel. Leute, es ist jetzt ein Afghaner am Start. Der ist von Afghanistan geflüchtet. Oder besser gesagt, konnte da nicht mehr weitermachen. Der soll wohl ein richtiger Motherfucker sein, Morok. In seinem Heimatland konnte er nicht kämpfen, weil die Taliban ja dort regiert. Ja. Und deswegen ist er jetzt auch in Deutschland, seine zweite Heimat sozusagen, und jetzt will er hier durchstarten. Ich gönne ihm das, ich finde das cool, ja. Oder Afghanen sind auch Piskopazar. Wir haben richtig Kämpferherz, Bruder. Ich glaube, jetzt kommt ein richtig geiler Kampf, Alter. Ja, das Ding ist, du weißt, ich bin für die ihn jetzt automatisch. Diese Hymne hat Gala 4-mal gehört in Prag. Tadic on Fire. Das ist von Fenerbahçe Torhymne. Okay. Wenn Fenner ein Tor schießt, kommt diese Musik. Boah, da musst du jetzt aber schon. Tadic on Fire. Na, 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 na. Aber nee, nein, nein, ich bin für den Afghan. Boah, der Piskopat, Lambak, Sana Moruk. Tahid Stone Eater! Ja, Bruder! Ja! Der hat einfach Face-Off mit dem Kommentator gemacht. Ja, ja. Adam Fizka, sag er, Moruk. Danach kommt Arian, Leute. Nach diesem Kampf kommt Arian. Okay, der ist mit Hamza Chimaev geworden. Der ist einfach los, Mann. Bruder, Bak, dieser Kampf wird krank. Ja, boah, Bruder. Ja, ja, ja. Diese Energie, die dieser Afghane hat, ne, das kannst du nicht trainieren, Bruder. Das kommt in dir drinne. Du bist damit geboren. Ja, du bist damit geboren. Das ist Kampfgeist, Bruder. Okay. Geiler Kampf, Alter. Geiler Kampf, Bruder. Edis ist aufgestanden. Sein Bruder kämpft einfach gerade. Oh, sehr stark. Schöner Loki. So hat Edis mir auch einen verpasst, Leute, aber von hinten. Sehr gut. Single Leg Takedown. Schade. Okay, am Ende hat man gesehen den Single Leg Takedown. Das war ein starker Low Kick, danach direkt der Crossover, Single Leg Takedown. Was sagst du dazu? Hast du gesehen, wie er ihn in die Mount genommen hat? Safe. Der hat ihn gar nicht in die Mount genommen. Safe. Ich bin gespannt auf die zweite Runde. Boah, geht direkt los, Leute. Zweite Runde. Boah, sein Bein. Jawohl, er hat ihn. Jawohl, er hat ihn, er hat ihn. Boah, ich hätte so Bock, mit Willi auch das zu machen. Genau so, Bruder. Ja, mit Willi, Bruder, mit Willi. Und wem noch? Zählen alle auf. Willi, Sidney, Rohat, egal wer. Alle. Also jetzt würde ich distanzieren mich von häuslicher Gewalt. So, Freunde, letzte Runde. Aktuell ist, glaube ich, der Afghane vorne. Sehr schöner Inside-Low-Kick. Ja, mein starker Inside-Low-Kick, Leute. Die spricht mir einfach die ganze Zeit nach. So ein Ekel. Alter, was? Ja, Bruder! Ja, Bruder, jetzt! Jetzt, komm, ziehen Seite. Sehr stark, Bruder! Das ist es, Bruder! Sehr gut, jetzt runter, jetzt wird er den runterwerfen. Jawohl, oh, sehr starke Position für den anderen. Mann, guck mal, Hacke. Letzten 10 Sekunden. Hau raus! Hau! Das war's. Sie ist aus Tschechien, sie kann kein Wort Deutsch. Wie? Sie kann kein Deutsch, nur Englisch. Kannst du Englisch? Of course. Of course, I speak English. Aber ist doch besser. I find it's better, ja. Hype vorbei, Leute. Offiziell hype vorbei. Mal gucken, wer gewonnen hat. Ich sag, der Afghane hat gewonnen. Nahid Rajab!
Ja, war klar, war klar. Stark. 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 Ja, ja. Bruder, ich geb dir noch einen. Das war mit Feuchtmann, ne? Ich geb dir noch einen, mein Bruder. Ich geb dir noch einen. Ich dachte gerade ganz kurz, mich hat eine Mücke gestochen. Ah, okay. Hey, soll ich die packen oder was? Nein, nein, scheiß doch. Hä? Ich will mich verletzen. Junge, halt mich so vor als Vicky. Gausa, gib mir raus. Aha, das war's. Das war's. Das war's. Ach ja, komm mit der Musik von Sardan. Freunde, Aria kämpft jetzt. Boah, Bruder. Stark, stark, stark. Jetzt ist wichtig. Jetzt ist wichtig. Dieser Kampf, jetzt ist wichtig. Und diesmal gehen wir auch woanders hin. Erste Reihe. Bruder, beste Sitzplatz. Armin, Bruder, Armin. Allah Kabul etze. Das ist dein Gegner. He has a professional record of 7 fights, 6 wins, 4 KO and 1 draw. Out of Albania, in the blue corner, Arian, Albanian Eagle, Topalai. Das ist sein Vater. Arian, Publikumsliebling hier, ne? Boah, Bruder, das wird sein geiler Kampf jetzt, Leute, ne? Arian, Arian! Arian! Auf geht's los jetzt! Heide, komm, Mann! Das hat er mit mir auch immer gemacht, Leute! Das hat er mit mir auch gemacht! Hey! Geh auf ihn, komm! Ja! Ja! Komm! Start! Ja! Ja! Arian! 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 Valentin! Direkt vorbei! Und meine Musik! Er geht zu seinem Vater! Das ist dein Vater, Leute! Genau so, Bruder! Baller stark! Genau so! Baller stark, stark, stark! Schwöre, Schweine gleich, Digga! Er hat es geschafft, Wallah stark! Und wie er zu seinem Vater gerannt ist. Ich schwöre, ich habe Tränen in den Augen. Bruder. Zum zweiten Mal in der ersten Runde deinen Gegner ausgeschaltet. Und diesmal mit einem krachenden Knockout. Wie fühlt sich das an, hier vor heimischen Kulissen so zu performen? We come, Schiebeck! Zum ersten Mal hier zu meinem Kampf. Ich bin hier zu Hause. Was habt ihr erwartet, Alter? Sag mir mal, was habt ihr erwartet? Einmal ganz kurz in Zeitlupe, dann darfst du weiter erleben. Shit, Alter. Bin ich nicht nur ein Grappler, jetzt kann ich auch striken, Alter, hä? Jetzt spürt ihr meine Pappen. Kommt alle, Alter, ihr pusht mir irgendwelche Leute. Ich will die alle holen. Scheiße. Ja! Ja! Die letzten Worte gehören dir. Ich danke jedem, der gekommen ist. Ich danke jedem, der mich unterstützt hat. Ich will euch noch was sagen. In dieser schweren Zeit, für mich ist es hier kein Druck. Es gibt Leute, es gibt Kinder, über denen ihr Himmel fliegen Kampfjets, auf denen ihr Boden fallen Bomben. Und für mich, das ist für mich nichts. Deswegen, denkt an diese Leute, wo es schlecht geht. Stark. Und ja, seid gut miteinander. Jetzt haben wir so 2 Stunden Pause. Ja, ich liebe dich, Lachner. Ja. Mein Online-Trainer. Ja, ja. Benistiker-Jack. Weil diese Mädchen aus Tschechien kommen, Benistiker-Jack auf und nach euch. Freunde, wir gehen jetzt in die Kabine von Arian. Gördün mü Osa abi? Ah, geil, Alter. Ich schwitze nicht mal, Bruder. Gar nicht. Lass mal weiterkämpfen. Es war zu wenig. Einfach mehr gegen Arian. Ja. Du musst trainieren, bis du deine Instagram-Story. Ich bin so stolz, Digga. Ich bin so stolz auf Arian. Mein Gott, Digga. Bruder, er schwitzt nicht mal. Ich schwitze vom Sitzen. Ich schwitze mehr als er einfach, Maus. Freunde, jetzt ist das Finale. Jetzt kämpft Jungwirth.
Es sollen ungefähr 200 Ultras von Stuttgart aus sein. Ganz Stuttgart ist für Jungwirth. Jetzt wird die Halle beben. Nix Jalla Jalla, Amtssprache ist Deutsch. Da seht ihr, dass die besten Fans im Fußball sind. Man muss aber auch sagen, VfB ist stark. Die Hooligans und die Ultras sind Bombe. Na klar. Kurze Nebeninfo, Leute. Jungwirth hat gegen den Gegner von Dulatov verloren. Dieser Grieche hat Jungwirths Arm gebrochen und so gut war der Grieche. Und wir erinnern uns, was Islam Dulatov mit den Griechen gemacht hat. Ja! Weiter, 10 Sekunden noch weiter! Vorbei! Daran merkt man, wie stark Islam Dulatov ist, ne? Germany in Stuttgart! Hier ist ein Hexenkessel gerade, ne? Das ist geisteskrank. Boah! Ah, der Gegner ist gut, der ist gut, der ist nicht schlecht. Schön, Christian! Sehr stark, sehr stark! Ja, Bruder, der gefällt mir, der gefällt mir! 13 Sekunden. Ja, sehr stark. Ja, genau wieder. Ja, schade. 5 Runden Dauer-Action, Dauer-Action, Bruder. Wie geil. Komm schon, Junge, letzte Minute. Letzte Minute. Ja, Bruder. Stark. For the winner, Christian de Gel, Jungwirth. Ja, Freunde, Jungwirth hat gewonnen. Hat man ja aber auch klar gesehen, ne? Aber der Gegner hat wirklich gut eingesteckt, Leute. Freunde, ja. An jeden da draußen, der noch nicht MMA Octagon besucht hat, es lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt im Mai. Frankfurt Stadion, ausverkauft. Gehen wir hin? Gott, ey, Bruder, ja natürlich, was ist das für eine Frage, Bruder? Okay. Darf ich jetzt ausdrücken? Ja, okay, er macht ausdrücken. Where's this bar in Germany? Ich wurde jetzt vom Veranstalter nochmal zurückgerufen. Ich habe die Ehre, hier stehen zu dürfen. Ich drehe mal die Kamera um. Junge, Digga, unglaublich, wie das, dieses Gefühl, das ist geisteskrank. Guck mal, ich will jetzt, guck mal, Edis, bitte. Ich will, Warum machst du das? Ich will das jetzt nicht machen mit dir, hör auf. Nicht vor den ganzen Leuten, nein, hör auf damit. Digga, hier liegt überall Blut. Und hier hat Arian ihn Knockout gehauen. Genau hier war das, hier lag er dann irgendwo. Kann sein, dass hier irgendwo sein Blut ist. Aber ey, ich bin verwundert darüber. Das ist nicht wie beim Boxen, das ist hier... Das ist schon weich. Also wenn du hier so einen Suplex kriegst, dann, also das ist schon gut gepolstert hier auf jeden Fall. In diesem Sinne dann nochmal aus dieser Perspektive. Es hat mich sehr gefreut, hier dabei sein zu dürfen. Es ist mir jedes Mal eine Ehre. Dankeschön an Octagon MMA. Freunde, das nächste Event von Octagon, die haben alles auseinandergenommen. Das wird im Frankfurt-Stadion sein. 55.000 Leute. Digga, ich hoffe, ich werde da auch sein. Checkt auf jeden Fall Octagon MMA ab. Und in diesem Sinne, Salam Aleikum. Ciao. I am the God. God, 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 God. Nigga. I am the God.